Ja, Leute, und damit herzlich willkommen. Heute schauen wir uns doch mal ein Harry Potter Quiz an. Ich habe heute Mittag irgend so Star Wars Quiz gemacht und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht denn auch mit einem Harry Potter Quiz? Also hier, das ist jetzt von Netzwelt, da steht jetzt hier Harry Potter, das super schwere Expertenquiz vom 7. Juli 2020. Okay, ihr denkt von euch, dass ihr der Auserwählte unter den Harry Potter-Fans seid und kennt Hogwarts besser als eure Westentasche. Dann versucht euch an unserem super schweren Harry Potter-Quiz. So, gut, dann starten wir jetzt mal. Der Filzhafttrank hört sich zwar ziemlich eklig an, doch es ist umstritten einer der wertvollsten Tränke in der gesamten Harry Potter-Welt. In welchem Teil kommt er nicht vor? Teil 2 habe ihn Harry, Ron und Hermine gebraucht. Teil 5. Also Teil 7 glaube ich nicht. Oder habe ich ihn doch? War das ein Teil 7? Ich sag jetzt mal Orden des Phönix. Habe die denn dort doch da, Abelin? Dann sage ich jetzt Teil 7. Wenn es falsch ist, seid ihr schuld. Und es war falsch. Kommt im Teil 2, 4 und 6 jeweils vor. Dann war es ja doch Teil 5. Gut, ich tue einfach mal so, als wäre ich es nicht. Im fünften Jahr muss Harry die ZAG-Prüfung ablegen. Der Grad nennt sich UTZ. Doch wofür steht die Abkürzung? Universell talentierter Zauberer, unheimlich toller Zauberer, unheimlich trickreicher Zaubererprüfung. UTZ. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Es ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich sag einfach unheimlich toller Zauberer. Yeah, richtig. Die Weasley-Zwillinge teilen im vierten Jahr das Geheimnis um den Zugang zu den Küchen Hogwarts. Wie gelangt man dorthin? Wie sind Fred und George im Teil 4 in die Küche von Hogwarts gekommen? Okay. Also, eine Birne von einem Kritzel? Nein. Dem Porträt eines trinkenden Mönchs zu prosten? Dem Bild eines Essen, Tafeln deiner drei Lieblingsgerichte nennen? Das ist jetzt echt schwierig. Ich glaube entweder A oder C oder D. Perfekt, Philipp. Es sind alle. Ich sag einfach mal. Ich weiß ja bloß, wo das ist. Das ist ja in der Nähe vom Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Dort kommt man ja mit in die Fässer rein. Ich sag jetzt einfach mal. Kritzelnischer Blödsinn. Ich würde sagen, das hier, weil das passt am besten. Echt jetzt? Na gut. Optschale Porträt kritzeln. Ja, gut. So viele waren Teil von Dumbledores Armee. Doch wer von diesen Figuren war nicht dabei? Wer war nicht in Dumbledores Armee? Marcus Blavery? Katie Bell war auf jeden Fall, glaube ich. Und Harry Boot auch. Ich sag Mitte. Richtig. So. Hat wohl jemand die Stufen von den Treppen Hogwarts gezählt? Wohl eher nicht, denn es gibt 379 Treppen. Breite, weitaus schwingende, manchmal wankendliche, manche fürchten, Sonntags woanders hin. So hieß, glaube ich, der Satz. 193 sind's. Echt? Oh Mann, da ging jeder Ding, jeder Satz. Oh, falsch. Es war leider falsch. Es waren nämlich 142. Nach ihrem spektakulären Abgang aus Hogwarts erfüllten sich Fred und George endlich ihren Traum, ein eigenes Scherzartikelladen. Eines eigenen Scherzartikelladens. Wo befindet sich dieser?
Okay, welche Adresse hat er? Winkelgasse 36, 9, ich tipp auf entweder 96 oder 36. Exakt 36, damit ich sage 693. Ha, richtig getippt. Im Zuge Eriks katastrophalen Besuchens Godric's Hollow zerstört Hermine versehentlich Harrys Zauberstab. Welchen findet er Ersatz? Ich glaube, es war Schwarzdorn, oder? Es war ein Weißdorn? Schwarzdorn. Elderstab auf keinen Fall. Ich sag Schwarzdorn. Richtig. Korrekt. Sobald Ron ihn zurückkehrt, gibt er Harry den Schwarzdorn-Zauberstab eines Greifers. Von wem hat Severus Snape sein riesenhaftes, fledermausartigen Aussehen und Namen? Aline Prince und Tobias Snape ist die Lösung. Es waren nämlich die Eltern. Harrys Mutter Lily wuchs mit ihrer Muggelfamilie auf. In Spinner's End? Nee. Also später wohnte Professor Snape in Spinner's End. Little Winging, Surrey, dort wohnen die Dursleys, dann kann es eigentlich nur Corkworth sein. Ja, jawohl, richtig. Die Harry Potter-Reihe wurde in unzähligen Sprachen übersetzt. Dabei sind die Namen der vier Häuser teilweise kaum wiederzuerkennen. Welche dieser Übersetzungen steht nicht für eins der vier Häuser? Welcher dieser Begriff ist keine Übersetzung? Also, Puffs-Soufflé. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, auf Französisch. Hufflepuff, glaube ich. Taroso. Filenza. Ich glaube, das hier ist. Ah, italienischer Begriff für Hufflepuff. Ja, ich kann das nicht aussprechen, deswegen weiß ich es nicht. Ich kenne das ja vom 5 Minuten Harry Podcast, aber da wird es ja nur ausgesprochen. Im siebten Teil wird unser Trio bei ihrem Campingtrip von Greifern gefangen. Genommen oder gefasst. Natürlich müssen sie geheim halten, wer sie sind. Welchen Decknamen wählt Hermine? Penelope Clearwater, Susan Bones, Hannah Abbott. Ich würde sagen Penelope Clearwater, also die ehemalige Freundin von Percy. Richtig. So, Albus Dumbledore schwieg lange über das Schicksal seiner Schwester Ariana. Doch wie kam das Mädchen um das Leben? Ein Fluch traf sie bei einem Streit, genau beim Drei-Wege-Duell. So, bei einer Auseinandersetzung, ich kann nicht richtig sprechen, zwischen Aberforth, Albus und Gellert Grindelwald wurde Ariana mit einem Fluch getroffen und verstarb. Es gibt unzählige Zaubersprüche mit mehr oder weniger praktischem Nutzen. Wofür wird Pirotum Locomotor verwendet. Locomotor heißt ja bewegen. Beinklammerfluch ist irgendwie anders. Zwing sein Opfer. Nee, das stimmt nicht. Ich würde jetzt mal sagen, das hier. Ja, lässt unbewegte Gegenstände zum Leben erwachen. Bevor Harrys Zeit in Hogwarts wurde die Kammer des Schreckens bereits einmal geöffnet. Wer war der derzeitige Schulleiter? Phineas Nigelus Black? Albus Dumbledore? Nein. Ich glaube, es war nicht der Armando Dippet, sondern Phineas Nigelus Black. Ja, ich kenne mich aus. Och Mensch. Xenophilius Lovegood ist Lunas Vater und Herausgeber des Kletterers. Doch wie hieß eigentlich Lunas verstorbene Mutter, Pandora? Zack. Sie war die Mutter von Luna, genau. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im vierten Teil führt Viktor Krumm ein waghalsiges Manöver aus. Wie nennt es sich?
Kowalski, Wonski, Kaminski. Kowalski, würde ich jetzt mal sagen, weil so heißt der neue wie nennt man den, so Mitspieler aus Fantastische Tierwesen. Und es war falsch. Wonski. Ja, woher soll man, Wonski Bluff, wo soll man das denn herwissen? Harrys Zaubertranknote wird in dem sechsten Teil deutlich durch ein spezielles Buch aufgebessert. Wer war der erste Trank, den Harry mit dem Hilfe des Zauberprinzes im sechsten Buch braute? Es war der... Hier war das ein Trank der lebenden Toten? Felix Felicius hat er bekommen. Ich glaube, der Sud der lebenden Toten gibt's nämlich nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht ist das ja ein Fehler. Das heißt ja der Trank der liebenden Toten. Korrekt, Fun Fact. Auch im ersten Buch wurde dieser Trank erwähnt. Damals wurde er jedoch als Trank der liebenden Toten bezeichnet. Aha, der Sud der lebenden Toten also. Im Band 6 der Harry Potter Buchreihe zeigt das Nymphadoras Tongs Patronus sich verhändet. Welcher Form nimmt der Schutzzauber an? Also... als erstes war es, glaube ich, ein Hase. Und der Remus ist ja ein Werwolf, also würde ich sagen... Werwolf. Ah, falsch. Aber Hund wäre eigentlich besser. Dem Tod fühlte sich Tonks schuldig, deshalb nimmt er eines Hundes an, weil das Sirius war ja ein Hund. Im siebten Teil der Harry Potter Filmreihe verbringt Harry und Hermine noch mehr Zeit als gewöhnlich miteinander. Wie heißt das Lied zu den beiden im Teil von Harry Potter in die Heiligtümer des Todes, dass sie tanzen? River follows into... Ich glaube, das ist das Unterste. Ich erinnere mich leider aber nimmer. Oh, das war das Oberste. Ha, richtig. Oh, Children, Nick, Cave, the Bad... And the Bad Seeds. So. In Harry Potter und der Halbblutprinz erfahren wir einiges über die Hintergründe von Lord Voldemort. Aus welchem Ort stammen die Eltern von Tom Riddle Senior? Junior. Little Hennington. Genau, Familie Gaunt und Riddle kommt aus Little Hennington. Nach Harry Potter an die Kammer des Schreckens kennt jeder Potterherr die malende Myrte. Doch wie lautet ihr Name des Geistes auf dem Mädchenglob? Wir suchen nach dem englischen Original. Ich glaube, es war Walters. Und es war Warren. Mary Elizabeth Warren, glaube ich. Die Quidditch-Weltmeisterschaft in Harry Potter und der Feuerkelch endet in Chaos. Das dunkle Mal erschien am Himmel. Doch wer zauberte es? Also, Lucius Malfoy? Nee. Igor Karkaroff? Auch nicht. Ich glaube, es war der Barty Crouch Junior. Richtig. Gilderoy Lockhart ist ein geübter Hochstapler. Im Band 2, wenn man zu großes Selbstvertrauen seine Zauberkräfte und sorgt dafür, dass die Knochen in Harrys rechten Arm verschwindet. Welchen Zauberspruch benutzt er? Vulnera Sanetum ist der Gegenzauber von Rectus Sempra oder wie auch immer der heißt. Repifolius ist Zauber zum Reparieren. Dann glaube ich Brachiumum Emendo. Genau, richtig. Wie nennt sich die Gesellschaft, die Harry bei den Quidditch-Meisterschaft benutzt, um das Spiel besser zu verfolgen? Ich glaube Omniglas oder Opti. Opti heißt doch Opti. Aber dann müsste es ja eher Omni heißen. Ich nehme Opti. Ja, Omniglas war ja klar. Mensch. So, die Abraxana-Schimmel von Madame Benix sind sehr verwöhnt. Was trinken die geflügelte Pferde? Die trinken Single Malt Whisky. Rary, richtig. So. Grob ist der Halbbruder von Rubeus Hagrid, der in Teil 5 von Hagrid im verbotenen Wald angesiedelt wird. Grob ist für einen
Riesen, aber recht klein. Wie groß ist er? Ich entweder 3 oder 5. Ich sag 5. Oder ja, 5 passt. Gut. Schauen wir mal kurz drüber. Wie, ja, das hatte mir falsch, das wusste mir schon. Zack. Ja. Das kann man ja nicht wissen. Man muss ja nicht immer alles auswendig können. So, ja, ja. Zack, zack, zack. Gut, ihr könnt es euch noch gerne durchlesen. Ihr müsst nur die Geschwindigkeit nach unten setzen oder zwischendrin mal kurz Pause machen. So. Dann gehen wir jetzt wieder kurz hoch. Süpp. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat das Quiz gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch mehr Quizzes sehen wollt. Oder wie heißt die Mehrzahl von Quiz? Keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ciao.